Shiva Goswami Asana, die Stellung des heiligen Shiva Goswami. Goswami ist die Bezeichnung von einer Reihe von Vaishnava-Heiligen, die verheiratet waren, und deshalb sind sie nicht Swami, sondern Goswami. Sie hatten ihre Landwirtschaft, sie hatten eine Familie, waren aber Krishna vollständig hingegeben. Und Shiva Goswami war einer dieser großen Heiligen, nach dem auch ein Asana benannt wird. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung. Von hier gibt die Beuge das rechte Knie und gibt die linke Ferse in die linke Hüftbeuge. Dann beuge das rechte Knie und beuge das linke Knie, halte das linke Knie oben und gib den linken Fuß rechts neben das rechte Knie. Fasse dabei mit den Fingern der rechten Hand um den großen Zeh. Dann beuge deinen Kopf über das Knie und atme tief ein und aus. Die Goswamis sind oft bekannt für ihre große Demut. Sie waren so demütig vor Krishna, dass sie oft etwas gekrümmt dargestellt werden, anders als oft die Hatha-Yoga-Gurus. Tiefe Demut in komplexen Situationen ist das, was Shiva Goswami Asana auszeichnet.